Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist natürlich immer noch Kenny und ich begrüße euch in der nächsten Episode von Crusader Kings 3. Und wie wir jetzt ja schon in der letzten Episode festgestellt haben, haben wir hier einen sehr interessanten Gast an unserem Hof begrüßen dürfen. Nämlich, wo ist sie denn? Wo ist sie denn hier? Die Pernet Kapetinger, was auch immer das heißt. Sie möchte den Hof verlassen? Nein, die lassen wir natürlich auf jeden Fall hier. Und wir wollen heute mal versuchen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Wir sind soweit eigentlich ganz gut aufgestellt, denke ich. Und deswegen werden wir da jetzt einfach mal direkt hoffentlich dem französischen König hier den Krieg erklären können. Der ist sogar gerade noch in einem Krieg. Ist vielleicht sogar ganz gut für uns. Genau. Ich möchte gerne diese Königreichansprüche durchsetzen. Und ja, ich würde sagen, da starten wir jetzt einfach mal rein. In der Hoffnung, dass das klappt. Und dann werden wir sehen. So, zuallererst, ich will hier nichts dem Zufall überlassen, werde ich unsere ganzen Verbündeten mit in den Krieg rufen. Ich will hier unbedingt, dass das gut geht. So, den wir alle mit Zahlungsverfahren, Titelbeanspruch. Nein, um Gottes Willen. Ah, okay. Der ist dann schon mal... Oh Gott. Der ist dann schon mal keiner unserer Verbündeten im eigentlichen Sinne. Herzog Philipp von Ostfranken. Das müsste aber einer sein. In den Krieg rufen. In den Krieg rufen. Zack. Schottland. Den kann ich nicht dazu rufen. Okay. Ah, der Ostfranken. Capua. Das müsste aber gehen. Krieg rufen, ja. Macht er auch. Sehr gut. Der Rest sind dann unsere direkten Anverwandten, sage ich jetzt mal. Ist denn ja erstmal soweit Banane. Dann wollen wir mal unsere Armeen ausheben. So. Priesen sei Gott, der ist dabei. Das ist gut. Und der ist auch dabei. Sehr schön. So, ausgezeichnet. Mal kurz gucken hier. Feindlicher Kriegerorden. Die Tempelritter stellen sich uns mit entgegen. Heieiei, okay. Der Herzog Mannegold von Jülich. Ah, gut, okay. Der ist jetzt aber nicht so mega heftig. Der ist auch mit dabei. Okay. Dann lassen wir jetzt erstmal unsere Streitmacht sich aufstellen. Dass die wirklich voll besetzt sind. Unterstützung. Ich bin überaus dankbar. Ja, nehme ich gerne. Meine Anspannungsstufe hat sich dadurch auch schon verringert. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier unsere drei Armeen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal als allererstes hier Richtung Jülich. Und dann gucken wir mal, was passiert. Spuren mal ein bisschen vor, bis wir da auch schneller ankommen. Inspiration, ein freundliches Wort. Ja, Abfahrt. Geht los denn. Okay. Wir haben das Interesse Bankwesen entdeckt. Perfekt. Das war... Hier sind wir, genau. Jetzt können wir mal gucken. Kulturabzweigen, Kulturoberhaupt. Ich möchte gerne... Innovation, Hochmittelalter. Ah, hier müssen wir hin, genau. Bliede wollen sie jetzt. Ich wäre jetzt ja für Verstädterung. Machen wir mal Verstädterung. Interesse. So. Wolfgang hat keinen Grund, am Hof zu bleiben. Wird ihn bald verlassen. Was? Nein. Wolfgang, du bist doch ein guter. Du bist eigentlich so ein ziemlich guter Diplomat, sehe ich gerade. Mal gucken. Können wir dich denn? Nee. Kann ihn auch nicht als Höfling an meinen Hof... an meinen Hof rekrutieren. Das geht leider auch nicht. Schade. Habe ich vielleicht noch einen besseren Ratsmarschall? Irgendwie bin ich mit dem auch nicht so ganz zufrieden. 16 ist jetzt ja auch nicht die wahre Pracht. Aber nee. Tatsächlich habe ich gerade keinen besseren. Na ja, dann lassen wir es halt erstmal dabei. So, und wir kommen jetzt auch gleich in Jülich an. Inspiration verwirklicht. Oh, sogar ein ziemlich gutes Buch. Luster. Fein. Okay.
So. Komplotte ist Banane. So. Güte, mitfühlend, arrogant, gefühllos. Na komm, wir müssen ein bisschen Güte zeigen. Und was mir da noch einfällt gerade. Unser Sohnemann. Horst. Hat ja nicht nur Töchter, der hat ja auch einen Sohn. Den würde ich gerne Vormundschaft, das möchte ich gerne selber auch nochmal machen, Vormundschaft anbieten, dass wir mal Einfluss drauf nehmen können. Ausbildungsschwerpunkt Diplomatie. Ja, das können wir machen. Das können wir machen. So, hier stehen wir jetzt tatsächlich schon vor den Toren. Das ist auch okay. Jetzt schrauben wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit runter. Krieg beigetreten. Der ist dem Krieg beigetreten als Gegner. Wo sitzt er denn? Ach da, okay. Das ist auch okay. Mir geht es nur darum, dass uns hier keiner irgendwo in den Rücken fällt oder so. Dann müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Was ist hier noch? Fraktion gegen uns geschaffen. Inselchristen mit euch als Ziel. Okay. Irischen Inselchristen. Meine Güte. 9 Mitglieder. Ist da irgendwas Starkes mit bei? Nö, tatsächlich nicht. Kriegen sie, glaube ich, auch nicht so schnell zusammen. Ich habe die ganzen Earls und so da in der Tasche. Das passt. Okay, dann widmen wir uns erstmal der Belagerung hier wieder. Jawohl, sehr schön. Er hat den Vorschlag angenommen, dass wir unseren Enkelsohn dann noch unterrichten können, dürfen, wie auch immer. Ne, Ränkespiel, Schwachsinn. Ja, yeah. Verwaltung, Abfahrt. So, zack. Seid ihr denn bekloppt? So. Dann wollen wir hier mal lagern. Zack. Komm. Schnell. Noch keine Zeit. So. Dann gehen wir mal auf Paris. Was ist denn hier? Das muss doch denn die Hauptstadt sein. Beeinflussung. Der gute König. Keine Zweifel. Ja, genau. Wir müssen ein bisschen dem schottischen König Honig um den Bart schmieren. Der war nämlich irgendwie nicht, not so amused. Und deswegen müssen wir da einfach mal ein bisschen Dinge tun. So. Müssen wir da einfach mal ein bisschen Dinge tun. So. Mal schauen. Hier sind tatsächlich auch ein paar Streitmächte. Oha, das könnte sogar eine enge Nummer werden, wenn ich das gerade so sehe. Ziehen wir mal zusammen soweit. Wir das können. Das gibt es hier gleich auf dem... Auf den Dötz? Nee, wir belagern. Okay, Belagerung von Paris. Das sieht doch gut aus. Oh, die sind aber eigentlich zahlenmäßig überlegen. Verstehe ich gar nicht, warum die jetzt das Weite suchen. Aber gut. Sei es drum. Schmerzlindern. Ja, könnte ruhig mal alle ein bisschen mitfühlend sein. Dass nicht immer die besten Trades sind, aber... irgendwie sagt mir das hier gerade noch nicht so zu, wie es läuft. Ich glaube, ich würde hier fast noch Söldner. Kriegerorden? Können wir Kriegerorden anwerben? Na bitte, dann werben wir doch die Kriegerorden an. Kann ich hier noch einen Befehlshaber? Klar, hier, mein Karawanenführer. Zack. So. Und dann auch nochmal gleich Söldner. Nehmen wir auch gleich nochmal eine Handvoll mit. 2.500 ist auch teuer, ne? Aber es sind halt auch einige. Das sind halt auch einige. Die werden wir dann auch gleich mal mit an. Legen wir euch nämlich zusammen. Zack. Und dann könnt ihr mal hier hin vorrücken. Genau, machen wir es so. Nicht länger mein Erzjägermeister. Warum denn nicht? Warum ist er nicht länger mein Erzjägermeister? Das finde ich aber nicht so fein. Hier nochmal gucken. Können wir die jetzt mittlerweile mal vasalisieren? Ah, noch nicht. Minus 1 noch. Aber fast. Bald. Der Widerstand schwindet. Das ist gut. Hier? Ah, sind es auf minus 2. Aber gut. Die Zeit spielt für uns. Na gut. Dann wollen wir mal weiter. Grafschaft Brenne, aha. Grafschaft, das lohnt ja meist nicht. So eine kleine Grafschaft. So ein Königreich ist da schon einiges attraktiver, muss man ja mal ganz klar so sagen. So, da kommen die Franzosen mit ihrer Riesenstreitmacht. Ziehen die jetzt hier auf uns, das würde mich gar nicht wundern. Aber die splitten sich auf, okay.
Sollen die sich ruhig aufsplitten, da habe ich auch kein Problem mit. Das stört mich nicht im geringsten. Okay. Jetzt müssten auch bald unsere Mannen ankommen. Ja, das sieht auch gut aus. Grafschaft. Ah, das lohnt auch nicht. So, oh, ich glaube, jetzt ziehen sie uns hier entgegen. Aber wir haben ja auch ein bisschen noch unsere Verbündeten im Rücken. Das könnte funktionieren. Was hier? Wer ist er? Vasall, ein Dritter von mir. Was möchte er? Nun wage ich nur so zu tun, als ob dies einen rechtmäßigen Anspruch gerade von Sengalen ergebe. Lügen und noch mehr lieben. Zack, kann ich ihm nicht gleich sagen hier. Titel aberkennen, gleich alles wegnehmen. Nee, alles gut. Mein Gott, wenn er meint, er hat da einen Anspruch. Macht man. So, was passiert hier jetzt? Kommen die Franzosen jetzt? Wollen die kämpfen oder nicht? Oder? Aber 10.000 Mann muss ich mir auch nicht anlegen. Dann nehme ich lieber die Leute, schick die hier nach Paris. Wir werden schon wieder überwältigt von Anspannung. Ei, weil Michael gestorben ist, mein Freund. Ach, verflucht. Können wir da vielleicht ein bisschen entgegenwirken? Nämlich Entscheidung, mal gucken. Traut sprechen? Nee, können wir noch nicht. Erst in einem knappen Jahr. Ah, verflucht. Na gut, dann müssen wir es jetzt erstmal so annehmen. Das ist so. Was haben die Franzosen vor? Das finde ich gar nicht mal so fein, dass die da jetzt abhauen wollen. So, aber wir haben Paris genommen. So, jetzt bin ich bloß mal überlegen. Gehe ich denen hinterher? Ist schon einiges, was die haben, ne? Das ist eine größere Streitmacht, als ich habe, auf jeden Fall. Das ist natürlich schwierig. Gehe ich da hinterher oder lasse ich es erstmal dabei? Ich glaube, dann gehen wir erstmal hier auf die Hauptstädte von seinen Vasallen. Das machen wir dann erstmal. Halten das hier so ein bisschen im Auge, was er vorhat. Mann. Gucken. Ah, die wollen den Kampf aber auch nicht suchen, die Franzosen, ne? Nee, hab ich gar keinen Bock drauf. Hau ab. Ihr habt... Oh, wir haben Grafschaft geerbt. Na, Halleluja. Perfekt. Über Domänenschwelle. Ja, perfekt. Weißer Friede. Wählen weißen Frieden? Nö, eigentlich nicht. Ablehnen. So, 14.000 Mann. Wenn wir da jetzt alle hinziehen, steht er da tatsächlich mal. Das machen wir. Komm. Alle rauf da. Gegen die Franzosen. Mal schauen, ob es klappt. Oh, ja, das könnte klappen. Perfekt. Perfekt. Jetzt haben wir tatsächlich mal eine Schlacht gewonnen. Direkt gegen die Franzosen. Das ist gut. Sogar sehr gut. Belagern wir jetzt erstmal weiter. Jetzt wollen die sich Paris direkt zurückholen. Dann müssen wir ja direkt die nächste Schlacht suchen. Dann geht's direkt nach Paris. Das ist so. Kriegt er direkt nochmal welche auf den Sender. Yeah. Wir erhielten die Eigenschaft verwundet. Oh Gott. Ihr verlort die Eigenschaft verwundet. Na, das war ja einfach. Domänenschwelle. Ei, da müssen wir vielleicht echt noch was abgeben. kurz hier organisieren. Was haben wir denn jetzt hier? 38 Titel. Ja, meine Fresse, das ist echt viel. Grafschaft von Ross, die haben wir jetzt ja hier geerbt. Da oben. Dass es da keinen mehr gab. Können wir die sonst irgendwie vergeben an? Guck mal. Enkel von mir, komm, die kriegt einen Enkel von mir.
So, zack, bam. Dann habe ich auch nicht mehr zu viele. So. So, und dann können wir uns jetzt nämlich wieder hier um unseren Feld zu kümmern. Bitte mal kurz organisieren. Wo sind wir hier? Da. Wir stehen hier immer noch bei Paris. Wir müssen eigentlich echt mal unsere Leute so ein bisschen auffüllen hier. Immerhin stehen wir schon bei 48%. Das ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob wir unsere Truppen nachführen können, wenn wir jetzt tatsächlich auf neutralem Boden stehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Dieses Hin- und Hergerenne ist natürlich auch nicht gut. Da verlieren wir auch ständig Leute bei. Ist ja auch ganz klar, aber was willst du machen? So. Ist das Vorräte? Örtliche Versorgungsschwelle. Okay. Zu viele Leute. Sonst die darüber. Die dahin. Nee, jetzt nimmt er immer beide. Ich will doch nur einen haben. So, den dahin und ihr hierhin. Reicht das dann vielleicht? Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber ich glaube, die Franzosen, die können hier nochmal was bekommen. Die wollen hier jetzt nämlich Stunk machen. Aber das ist okay. War er noch rechtzeitig? Ich glaube nicht, wa? Die hauen schon wieder ab. Die hauen schon wieder ab. Aber dann gehen wir hier auf Paris. Kriegen wir die noch? Wow, das geht nicht gut aus. Ah, verflucht. Verflucht! Ratsmarschall. Zuweisen. Oh, der sieht auch richtig gut aus. Zack, passt. Da gibt's leider. Da gibt's leider auf dem Decke. Ich möchte ein geschmiedetes Kettenhemd. Das ist immer gut. Da gibt's leider auf dem Deckel. Ja, hier, Frauchen braucht nochmal. Paris dauert ja auch ein bisschen länger, bis sie das einnehmen können. Können wir denn hier jetzt mal Leute nachführen? Ja, tatsächlich. Hier können wir mal ein bisschen uns auffrischen. Das ist gut. Die Eigenschaft eigenwillig. Nee, eigenwillig ist auch blöd. Ungeduldig. Ist ungeduldig. Ach, ungeduldig ist auch nicht schlecht. So, wir müssen jetzt halt natürlich erstmal ein bisschen Leute nachholen. 7-3. Ah, Paris wird fallen, verflucht. Das ist natürlich echt schlecht. Wir müssen halt echt erstmal, jetzt können wir losmarschieren. Mal gucken. Das klappt, das reicht. Aber ich glaube nicht. Das wird eine ganz enge Nummer. Ihr sollt das Geld bekommen. Na los. Ah, perfekt. Hat noch gereicht. Ja, und er kriegt sogar auch für Mütze. Sehr gut. Perfekt. 54% und wir haben Paris sogar noch erhalten. Dann gehen wir direkt wieder zurück. Und rehabilitieren uns wieder. Natürlich, alles was ihr braucht, ist auch eine neue Schmiede von mir aus. Ach, guck mal, sind wir ihm zufällig gleich hinterher gelatscht. Brautschäger, verzeiht mir, wisst ihr doch immer nach eurer Liebe, eurer Wärme sehen, so gleich das muss war. So endet es also, was? Wir haben keine Affäre mehr? Agatha! Das kann's doch nicht sein! Spinnst du denn völlig? Weib, bist du von Sinnen? So. So. Dann gucken wir mal weiter, dass wir uns hier wieder ein bisschen... Oh, wir können Anspannung verlieren. Das ist gut.
Verliert 29 Anspannung. Ja, unterhalten. Genau, wir werden nicht mehr von Anspannung übermannt. Perfekt. Und jetzt ist doch endlich mal Agatha hier wieder aufgeschlagen. Wo auch immer die sich die ganze Zeit rumgetrieben hat. Die alte Nudel. Inspiration verwirklicht. Ketten von meisterhafter Machart. Ich bin total begeistert, Leute. Ich bin total begeistert. So, gehen wir jetzt wieder auf Paris? Ja, das sieht so aus. Vorsicht, ist es viel zu spät. Ich werde wohl überleben. So. Die stehen schon wieder auf Paris. Das ist egal. Ach, die haben keinen Anführer. So, dann kriegt hier der Ordensführer kriegt dann da das Oberkommando. Und jetzt gehen wir wieder Richtung Paris. Ist ein bisschen rehabilitiert. Die gehen sogar alle mit. Hättet ihr doch lieber weiter belagert. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Aber gut. Irgendwas ist immer. Ja, den verlängern wir. Für 2000. Boah, ist echt eine Menge Geld. Aber machen wir. Nehmen wir nochmal mit. Wir wollen diesen Feldzug. Zu Ende bringen. Charismatische Verhandler. Okay, gut. Die ist auch schon erwachsen. Die Enkeltochter. So. Haben wir ihn wieder besiegt. Sehr schön. Aber. Es hat leider überhaupt keinen Fortschritt gebracht. So ein Mist. So ein Mist, verdammter. Dann gehen wir jetzt hier mal so auf so ein Vasallentum von ihm. Belagern das mal. Dann müssen wir das darüber halt regeln. Geht dann ja nicht anders. Hm? Anspruch vom... Das Gegner anschließen. Wag es ja nicht, Amigo. Dann wird's aber zappenduster, das sag ich dir gleich. Denn es Polen hat nicht so, wo ich einmarschiere. So. Festung stürmen. 204 Verluste, ja, das können wir uns erlauben, komm. So, 68. So, dann wollen wir uns hier mal ein bisschen wieder sammeln. Entkommen. Ah, mein Gott, dann ist halt einer entkommen. Dann ist das auch so. Die Banane. Ah, die Franzosen stehen auch schon wieder auf Paris. Dann gehen wir da wohl hin. Auf nach Paris. Eine weitere Schlacht schlagen. Oha, mein Hofarzt ist weg. Ah, ich kriege wieder ein bisschen Anspannungsverlust. Wir brauchen einen neuen Hofarzt. Das ist unbedingt wichtig. Einen Arzt suchen, Suchbeginn. Einen Karawanenführer suchen, das machen wir auch mal. Komm, zack. Gleich einmal alles. Einmal alles, bitte. Jetzt hauen sie gleich wieder ab, die Franzosen, ne? So, ist er? Ein Reisender. Was bist du? Auch ein Reisender. Hm. Du kannst tatsächlich noch besser kämpfen, Jakob. Jakob ist eine gute Wahl. 450, na, leck mich doch an, Zuckerli. So, was bist du? Arzt? Kräuterkundler? Besessen. Oh Gott. Reisender, Poet. Was bist du? Arzt? Ne, Jungarzt. Wohlstandsschaffer. Reuevoll. Reisender. Ach komm, wir gehen mal mit dem Konen hier. Was ist Brunhilde? Ist in gelehrten Kreisen weithin bekannt. Arzt? Jungarzt? Pilger? Reisender? Scharfsinniger Intellektueller? Mhm. Was kann Dirk? Ist halt ein Mystiker. Ne, ich glaube, den nehmen wir die Brunhilde. 450? 50, die kosten alle fast gleich viel. Aber nehmen wir die Brunhilde. Zack. Dann haben wir einen vernünftigen Arzt hier am Start. Und wir müssen da gleich hier wieder die Entscheidungsschlacht suchen. Jawohl. Einen sogar gestellt. Perfekt. Das hat wieder keine Auswirkung auf den Kriegsfortschritt, ne? Das ist auch echt zum Mäusemelken. Müssen wir hier jetzt mal weiter belagern. Dinge tun. Können wir in die Festung stürmen? Ah, dann machen wir das. Ich will es zu Ende bringen hier. Perfekt. Das bringt uns sogar weiter. Lagerung gewonnen. So. So, hier mal wieder sortieren. Und dann können wir da oben eigentlich auch fast schon wieder. Wir wollen unsere Belagerung da brechen, aber das wollen wir ja natürlich nicht. Also wollen wir den Jungs und Mädels auf die Mütze hauen.
Jawohl, sogar den Franzosen. Aber direkt am Schlawittchen hier. Perfekt. So. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin und sammeln uns mal wieder ein bisschen. Ist er dem Krieg jetzt beigetreten? Holen? Das muss ich jetzt einmal prüfen. Er ist dem Krieg echt beigetreten, ne? Das ist nicht dein Ernst, Junge. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe wirklich zum Beginn des Let's Plays noch lange überlegt, gehe ich wirklich auf Polen oder gehe ich erstmal auf Frankreich? Ach nee, Polen ist ja mein Enkelsohn. Lass ich lieber erstmal sein. Und dann sowas. Das ist ja unfassbar. Unfassbar ist sowas. Einfach nur unfassbar. So. Tja, dann weiß ich ja schon, was in Zukunft passieren wird. Ein Vasall hat als Fraktion geschaffen. Dann kriegst du auch ein Geschenk. Ja, komm, Ende. Meine Güte. Dass die immer mit ihren scheiß Freiheitsfraktionen kommen hier. Oh, was ist hier? Leerer Ratsposten. Ratskanzler. Hm. Ja, mein Sohn, ne? Horst. Zack. Wieso ist er überhaupt nicht gewesen zwischendurch? Das ist ja strange. So, wie sieht's aus hier? Ja, das sieht gut aus. Das kriegen wir. So, okay. Das haben wir dann auch wieder. Da oben ist auch noch... Dann werden wir das jetzt mal einnehmen. Lagern. Und ich wäre auch echt froh, wenn die anderen mal was belagern würden, tatsächlich. Die damit mal anfangen würden. Jetzt wird hier unten auch belagert. Das ist natürlich schlecht. Oh, okay, haben sie gleich wieder aufgegeben. Gehen die jetzt auf Paris oder was haben die vor? Jetzt gehen sie wieder auf Paris. Paris dauert ja natürlich schön lange. Ist das denn kriegen? Eine Ausbildung endet. Knauseriger Buchhalter. Och Gott. Ist aber nicht gut. Okay. Aber wir belagern jetzt hier erstmal weiter. Weil wir müssen danach auch ein bisschen Wunden lecken wieder. Eieiei. Aber vielleicht ziehen die Ungarn das jetzt ja auch mal durch hier. Tatsächlich. Schauen. Jetzt gehen sie auf Paris. Natürlich schlecht. Paris dauert lange zu nehmen. Sehr schön. 93. Oh Leute, das hat richtig was gebracht. Das hat richtig was gebracht. Ah, wir haben jetzt echt wenig Truppen, ne? Jetzt können wir uns mit denen nicht anlegen. Das geht nicht gut. Wir müssen uns echt eigentlich erstmal erholen hier. Verdammte Hacke. Verdammte Hacke. Na, Paris wird wohl jetzt erstmal fallen. Da können wir leider erstmal nichts gegen tun. Das macht leider gerade gar keinen Sinn. Schade. Schade, aber gut, sei es drum. Wir müssen uns jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Luft verschaffen. Das geht ja gar nicht hier, wenn ich das so sehe. Mein Gott, ja. Haben sich Paris wieder geholt? 79. Aber das geht tatsächlich. Ich hätte gedacht, das würde mehr ins Konto hauen. Wenn Paris verliert. Aber es geht. Es geht, es geht. So, jetzt wollen sie da weiter belagern. Sollen sie erstmal machen. Wir rehabilitieren uns hier noch ein bisschen. Ja, jetzt mit 10.000 Mann, komm. Gehen die Ungarn ja hoffentlich mit. Dann wird das schon. So, bleiben die Ungarn? Ja, ja, ja. Zack, sehr gut. Das Ding gewonnen mal wieder. Sehr schön. Jetzt mal Paris belagern, das wird auch wieder ewig dauern, ne? Belagern wir mal da drüben. Wir jetzt erstmal die kleinen Dinger hier. Lagern die. So, zwischendurch können wir mal prüfen hier, wie sieht das hier aus. Vasallentum anbieten, ist im Krieg, okay, das funktioniert nicht. Das gehört mittlerweile alles zu Bretagne. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Mann, 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 was ist mit dir? Vasallentum anbieten? Komm, hier, Vasallentum anbieten. Abfahrt. Und der hat hier auch ständig nur Reibereien, ne?
Mein Gott, ausgezeichnet. Ihr habt eine entzündete Wunde erhalten. Oh Gott. Ja, kann dann mein Arzt da nicht was tun? Ich meine, wir sind 99. Dem Tode nahe. Oh Gott. Oh Gott. Es geht zu Ende. Nein, Adrian. Doch nicht jetzt. Verdammte Hacke. Oh nein, ich hab's gerade noch gesagt. Es ist passiert. Horst ist tot. Ja, verflucht. Es ist passiert. Horst ist tot. Ach, du ahnst es nicht. Quatsch, Kurt ist tot. Horst, lang lebe Horst, so rum. Eieieiei. Jetzt wird's erstmal interessant. Als Kaiser Horst fortsetzen. Jetzt muss ich erstmal pausieren hier. Uha. Okay, das Baltische Kaiserreich ist schon mal nicht zerfallen. Das ist schon mal gut. Okay, okay, okay. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht, du ahnst es nicht. Okay, okay. Jetzt müssen wir uns erstmal richtig, richtig sortieren hier. Ach, Herr Jemine. So. Jetzt müssen wir erstmal unseren ganzen Rat hier besetzen. Puh. Okay, was haben wir denn so? Schauen wir mal. Ratskanzler. 21, ja bitte. Dann mal los. Ratsverwalter. Ratsmarschall. Ja, dann nehmen wir doch mal hier einen von unseren Vasallen. Wollt ihr da wieder alle völlig durchdrehen? Von den Vasallen haben wir aber keinen, der anbietet. So, okay, jetzt ist schon mal der Hofrat soweit besetzt. Okay, gut. Wir haben erstmal nichts verloren. Das ist schon mal gut. Königshof, Hofpreisstufe 10. Wir können Hof halten, Hofartefakte. Was ist denn hier eigentlich los, Hofartefakte? Warum zur Hölle haben wir so viele Artefakte? Ach, herrje. Naja gut, das können wir dann immer noch mal prüfen. Okay, also, wir machen jetzt erstmal mit Horst hier weiter. Das sollte jetzt soweit erstmal funktionieren. Und ja, jetzt werden wir unseren Feldzug hier jetzt erstmal fortsetzen, in der Hoffnung, dass das dann jetzt auch ein gutes Ende nimmt. Der neue Kaiser, lange lebe der Kaiser. Ja, nachdem mein Vater Kaiser Kurt von uns gegangen ist, lasse die schwere Bürde, die riesigen Ländereien zu regieren, auf meinen Schultern. Ich stehe vor meinen Vasallen, richte meine Krone und nicke zustimmend. Oh, was ich alles erreichen werde. Mhm, genau. Dann wollen wir mal schauen. Lange lebe der Kaiser. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was es bringt. Genau, ich habe jetzt gerade auch unsere Erbin mit dem böhmischen Thronfolger verheiratet. Das, denke ich, ist eine ganz gute Partie. So, da sind wir wieder. Da ist mir gerade einfach mal das Spiel abgeschmiert. Das habe ich auch gefühlt erst zweimal gehabt oder so. Ja, gut, sei es drum. Also, wir wollen jetzt diesen Feldzug hier weiter voranbringen. Und hoffentlich jetzt auch noch zu einem positiven Ende bringen. Dazu stürmen wir das Ganze jetzt. 7 Monate, das dauert sonst noch echt lange, ne? Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich weiß es nicht. Aber das sind jetzt schon wieder verdammt viele. Gegen die können wir nicht ziehen. Was denn nun? Mein Neffe, König Qual, kommt mit ruhelosen Lächeln auf mich zu. Ich würde es begrüßen, wenn ihr meine Bande neu verhandeln könntet, mein Kaiser. Die Verbesserung meiner Position würde mir natürlich von meiner Schatzkammer oder anderen Ländereien mit Begeisterung entgegengenommen werden. Dann verringert ihr halt die Grafschaft Pomesanien. Ich will gar keine Grafschaft haben. Zahlt 50 an euch hier. Hier wird gar nichts verhandelt. Das bleibt alles so, wie es ist. Oh Gott, der ist ja schon nicht so gut zu sprechen. Ach, hey Jemine. Ah. Also den können wir, glaube ich, gleich mal besitzen hier. Nicht, dass die hier alle langsam durchdrehen. Beeinflussung. Da möchte ich gerne. Ach, da ist es. Komplott schmieden. Zack. Da
könnten wahrscheinlich jetzt auch einige... Ja komm, dann nehme ich das erstmal an, dann nehme ich die Grafschaft da von ihm. Aber eigentlich, wenn wir dann alle zusammen da gegen die ziehen... Anspruch auf Königreich Ungarn. Das ist jetzt ja eigentlich auch... Warte mal. Ungarn muss doch jetzt auch mit. Ach nee. Die Mutter lebt noch. Solange die Mutter lebt, klar. Fällt Ungarn dann ja uns auch nicht in den Schoß. Alles klar. Okay, okay. Okay, okay. Wie sieht's bei dir aus? Weil Saltum... Ah, ist schon wieder im Krieg. Okay, na, dann machen wir erstmal hier weiter. Im Text. Nicht immer ablenken lassen. So. 4 Monate. Okay. Prägt Goldmünzen. Ja, komm, zack, Goldmünzen. Wir sind jetzt ja quasi ein Niemand, wenn man das so sieht. Prestige-mäßig ist da ja gar nichts los bei uns. Ja. Jetzt wollen sie es echt wissen, ne? Jetzt wollen sie es echt wissen. Gegen den können wir ja eigentlich auch noch Geschenk schicken. Zack. So, halt die Füße still, Junge. Der Besuch. Ich werde eine Blei... mich einfach in meine Gemächer. So, genau. Zack. So. So. Sehr gut. Hat sich aufgelöst. Ah. Aber wir belagern hier überall. Die sind da jetzt ein bisschen Zugzwang. Die müssen da jetzt natürlich aus der Hüfte kommen. Dann wollen wir jetzt mal hier stürmen. Ein paar Tage. Und dann gehen wir jetzt direkt darüber. Uns da mal mit an. Der Schlacht. Ah, Leute, komm. Alle darauf. Alle darauf. Alle darauf. Ja. Jetzt, glaube ich, kann es was werden. Ja. 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 Entkommen. Ah, ja. Ja, dann ist halt ein Entkommen. Mein verwundeter Neffe. Ja, nichts, was wir hätten tun können. Genau. So. So. Meine Güte, das kostet aber Menschenmaterial. Was hat es gebracht? Nichts. So, belagernd. Ich kann ja auch mal was lagern. 74. 4 Monate noch. Die Festung stürmen können wir nicht. Okay. Dann belagern wir jetzt erstmal weiter. Ist jetzt auch die Frage. Ach ja, Söldnertrupp. Verlängern für 1900. Ja, machen wir. Zack. Ausheben. Gucken, stehen die jetzt hier hinten wieder? Ja, tatsächlich. Stehen jetzt noch welche, aber so unglaublich viele sind das jetzt auch nicht. Ist egal. Kann dann auch erstmal hier mit hin. Lagern wir hier erstmal weiter. Eigentlich wäre es dann wahrscheinlich sinnig, auf Paris zu gehen. Dann könnten wir dem Ganzen hier nämlich endlich mal ein Ende zuführen. Stellen wir die Festung jetzt. Komm, machen wir. Machen wir. Und hier mal fertig werden. Essenzeitig. So, 87%. Eigentlich dürfen wir uns hier wirklich nicht mehr in diese großen Schlachten da verwickeln lassen. Mit den Franzosen. Oh, zack. Wird belagert. Sehr gut. Sehr schön.
Na komm. 95%. Es ist doch fast geschafft, Leute. Aber unsere Truppen gehen halt echt auf dem Zahnfleisch halt. Und hier den 10.000 Mann brauchen wir uns da nicht entgegenstellen. Das macht mal gar keinen Sinn. Das macht leider null Sinn. So. Oh, 11 Monate belagern. Alter Schwede. So, hier kann ich dich bestechen. Geschenk schicken. So, dann hasst er mich schon mal nicht mehr ganz so sehr. Mit denen anlegen 11.000, das ist schon echt, puh, schon echt eine Hausnummer, ne? Schon doll. Wenn man da jetzt rauf geht, gehen die da drauf? Macht ihr das? Das wäre super. Jawohl. Mama regelt das. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Bam. Wieder die Franzosen da ins Boxhorn gejagt. Dann stürmen wir hier jetzt nochmal die Festung. Perfekt, 95%. 95%. Zieht doch mal eure Belagerung durch, Leute. Dann wären wir schon längst fertig. Könnt nach Hause. Aber nein, ihr müsst jedes Mal den Schwanz einziehen. Das ist echt zum Mäusemelken. So, komm. Jetzt hier schnell die Belagerung durchziehen. Hoffentlich klappt's. Ist. Jawohl! Es hat funktioniert. Forderung erzwingen. So sei es. Perfekt. Alles auflösen. Alle auflösen. Ah! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Geschenk schicken gleich, dass sich hier ja nicht auf den Teller dreht. Und das Baltische Kaiserreich hat sich wieder einmal erweitert. Das war jetzt auch wieder ein langer, harter Kampf, aber wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Mein lieber Herr Gesangsverein. Leute, Leute. Gefährliche Fraktion haben wir auch noch. Ein Mitglied. Hier, komm. Geschenk schicken. Abfahrt. So. Was haben wir hier? Da sind ja auch einige bei, die hier. Boah, das kostet auch alles Geld, ne? Leute. So. Aber dürften diese Fraktionen erstmal klein beigeben. Ja, und das Baltische Kaiserreich hat sich wieder einmal erweitert. Das finde ich äußerst positiv. Und ja, natürlich ist Kurt leider jetzt Geschichte. Er ist in die Annalen eingegangen. Wie alt ist Kurt jetzt eigentlich geworden? 99. Für die 100 hat es nicht mehr gereicht. Na gut, aber fast. Hätte fast die 100 Jahre geschafft. Aber gut, sei es drum. Und wenn man die Dinge am Horizont, die da kommen, noch so sieht, wenn dann die Agatha dann irgendwann verstirbt, 67, no, wir werden sehen, dann wird uns ja das Ganze hier auch zufallen, noch Ungarn. Dann wird sich das Kaiserreich tatsächlich mal erweitern, ohne dass wir was dafür tun müssen. Also das könnte eine sehr spannende Geschichte werden. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt einen granatenstarken Tag. Macht's gut, ciao.